Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails. Ihr werdet euch jetzt sicherlich fragen, ist die Alte eigentlich bescheuert? Nein, aber ich wollte jetzt gerade um 8 Uhr ein Championat aufnehmen vor der Arbeit und allen Ernstes ist heute Firgrove. Also ganz ehrlich, das Spiel will mich einfach nur rollen und trollen. Immer dann, wenn ich gerade die Zeit habe, ein Championat aufzunehmen, dann... Okay, sind leider 5 Leute bei, die ganze Gruppe hier vorne, denen ich nicht gratulieren darf. Das heißt, ihr Lieben, da das gerade zu viele sind, als dass ich mir die Namen alle anschauen könnte, diesmal bin ich sehr gut rumgekommen, werde ich die Gewinner einfach diesmal gar nicht vorlesen. So, es ist... Oh, jetzt reite ich hier rum anstatt rechts. Ich fasse es nicht. Jetzt mache ich hier so einen dummen Fehler. Mir ist geschrieben worden, ich kann hier links rumreiten und dann sind die Baggerschaufeln wurscht. Danke für den Tipp. Ich weiß gar nicht, ob die Joana auch... Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Da ich halt, wie gesagt, nicht weiß, wer denn jetzt alles genutzt hat, werde ich jetzt heute nicht vorlesen. Vielleicht lese ich auch generell momentan erstmal nicht vor. Wow. Bis der Bug vorbei ist, wobei ich dann alle bestrafe. Ah, es ist so schwierig, sich da zu entscheiden, aber ich will einfach niemanden belohnen, der unrechtmäßig gut platziert wurde. Ja, man muss... Ja, klar, natürlich, man muss trotzdem noch gescheit reiten. Es ist keine Garantie zu gewinnen, aber wenn man keinen Fail hat, dann ist man uneinholbar. So, das war jetzt tatsächlich der 3. Platz. Also gar nicht mal schlecht. Diesmal bin ich gut durchgekommen und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich da diesen L-langen Schwung außenrum geritten bin. Das war unnötig. Das war definitiv unnötig. Fail. Ja. Von daher würde ich mich jetzt einfach an dieser Stelle schon mal verabschieden. Ich gratuliere also der Joana, die, glaube ich, nicht so gestartet ist. Sie war schon ein paar Mal dabei in den letzten Champions und die ist nie so gestartet. Also ich glaube, sie war nicht dabei, aber ich... es kann auch sein, dass ich mich vertue. Auf jeden Fall gratuliere ich genau wie ich kann es gar nicht lesen von hier hinten, Aurora, glaube ich, geschrieben hat. Ich gratuliere damit allen, die fair geritten sind und sich damit platzieren konnten. Also ihr Lieben, das war's von den heutigen Wins and Fails. Vielleicht, ich nehme jetzt gerade am Mittwoch noch vorm Update auf, vielleicht ist es ja so, dass Star Stable mit dem heutigen Update, wo die Story auch kommt, vielleicht den Bug fixt. Schauen wir mal. Hoffen wir das Beste. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.